Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks Live. Ja, ihr seht es richtig, ich spiele mal wieder selber und habe mir dabei den Panther M10 ausgeguckt. Oder wie ich treffender sage, den Manta. Ja. Ja, Manta, warum Manta? Ist ja ganz einfach, das M einfach statt dem P und schon hat man statt Panther Manta. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie... Gut, das ist natürlich kein Opel, das ist uns allen bewusst. So, wir hören natürlich auch Patch 0914, damit neuer Sound, Physics sind drin. Das heißt, hier seht ihr, zack, Kettendrehungen möglich, auch wenn der Manta jetzt nicht der allerschnellste ist. Und ich werde mich mal auf den Hügel begeben und von da aus ein bisschen snipen. Drei Artis, eher uncool, aber dafür sonst sehr viele Heavies. Und jetzt direkt hoch da. Ungewöhnlich, dass so viele Leute da unten in der Stadt bei uns sind. Auf jeden Fall sind wir Top-Tier, das ist angenehm. So, und die sind leider hinterhalb des Walls. Aber der andere kämpft sich da schon hoch und kriegt dementsprechend da die erste. Und jetzt auf den... Wow, der hat aber das Munitionslager mal sowas von weggeschossen bekommen. Also der Tiger, der hat einem ja fast leid getan. Auch wenn es der Feind ist, aber so schnell. Heieiei. Uncoole Runde für den. Die Sounds sind schon lustig. So, wir sehen, unser Team kann da gut drücken. Das heißt, da ist nicht viel. Also fahren wir auch wir weiter. Aha, bisschen verändert. Ich werde jetzt da eher in die Mitte fahren. Aber wenn das Team da hinten rumdrückt, dann können wir vielleicht seitlich drauf schießen. Außerdem will man hier auch mal ins Städtchen gucken. Schauen, was da so los ist. Hinten wird wohl auch schon wieder fleißigst gekämpft. Oh, ein Oni. Und jetzt auf den können wir jetzt schön schießen. So lang wie er offen war halt. Oh, da ist gleich der nächste. Aber der ist eher doof gestanden. Vom Winkel zu mir. Ich hoffe, die werden jetzt aufgedeckt, weil ich kann hier wirklich toll wirken. Vielleicht stelle ich mich noch hinterm Busch, dann könnte ich noch toller wirken. Und jetzt warten wir mal, bis gespottet wird. Der ging nicht durch. Oh, Arti. Wirkungstreffer. So, der Oni. Den kann man jetzt schön beschießen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Aber nicht, wenn er wieder zu ist. Der ist zerstört. Da kommt jetzt ein IS. Und da hinten... gegnerischer Uni. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Und den muss ich jetzt schnell runterschießen, bevor er die Artis erreicht. Panzerung.
Und jetzt gekettet. Und. Ja. Das muss wehtun. Der ging voll durch ihre Panzerung. So, jetzt muss ich echt aufpassen. Jetzt bin ich auch gleich für den Oni greifbar. So, jetzt ist er endlich weg. Wirkungstreffer. Na, komm schon. Immer aufpassen auf die Arti. Deswegen werde ich mich jetzt mal ein bisschen umpositionieren. Nee, auf den komme ich nicht. Aber auf den IS. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Der ging nicht durch. So, jetzt konzentriert sich der schön auf mein Mate. Und jetzt müssen wir mal den PZ da hinten wegmachen. Mein Team drückt da Richtung TDs. Das sollte doch ein ganz gutes Ergebnis am Ende des Tages werden. Da ist die Arti. Fehlt nur noch der PZ. Und weg ist er. Schöne Runde. Schön Damage gemacht. 2600. Das kann man wirklich lassen. Zeigt auch wieder mal, dass der Manta mit seiner Kanone wirklich leben kann. Ist übrigens die gleiche, die der E25 auch hat. Und er hat ein verbessertes Matchmaking. Wir sehen, das war erster Klasse. Wir sind auf dem ersten Platz im XP und zweiter Platz ganz knapp im Schaden. Wir haben 383 Schaden ermöglicht, haben 2736 Schaden gemacht und davon über 300 Meter. Also viel gesniped, aber wenn es gut läuft, kann man da auch mal snipen und dementsprechend 72.700 Credits gab es unterm Strich raus. Ja, wie gesagt, nach wie vor, ich kann den Panzer sehr empfehlen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.